Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dreadout Keepers of the Dark. Letzte Folge haben wir so ein schönes weiteres Teil gefunden. Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dreadout Keepers of the Dark. Wir haben letzte Folge so weitere. Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dreadout Keepers of the Dark. Wir haben letzte Folge ein weiteres Teil vom Plattenspieler gefunden und den werden wir direkt einbauen, in Hoffnung, dass das Ding dann endlich mal fertig ist. Alles klar, starten wieder hier oben und rennen eben schnell nach unten. Uns wird garantiert nichts passieren, weil die Puppe. Da ist sie. Ja, die schöne Puppe. Aber sobald wir unten sind, guck mal, der Plattenspieler leuchtet sogar jetzt. Das hat er, glaube ich, vorher nicht gemacht. Ich liebe diese Puppe. Egal, wir scheißen auf die Puppe. Schade. Obwohl, die können eigentlich gerne mit runterkommen, habe ich nichts dagegen. Hä? Ich sag bloß, die kommt sogar mit nach unten. Das wär's ja noch. Egal. Wir gehen jetzt zum Plattenspieler. Und ich bin echt gespannt, ob der jetzt fertig ist oder nicht. Werden wir jetzt sehen in Kürze in 4 Sekunden. 3, 2, 1. Are you fucking kidding me? Are you fucking kidding me? Was fehlt denn noch? Wir haben doch. Okay, es ist angebaut, es fehlt noch ein Teil. Okay, wir sind ja noch nicht fertig. Gut, dann suchen wir uns einen anderen Schneckenraum. Oh Leute, ich kann hier reingehen. Leute, ich wollte gerade zum Ausgang gehen, aber ich kann jetzt anscheinend, anscheinend können wir hier lang. Kann ich auch durch diese Tür gehen? Boah, nicht die Olle! LOL! Kennt ihr die noch? Hä? Geht's hier echt? Es geht hier weiter, lol! Leute, es geht hier weiter! Hier war ich noch gar nicht. Die ist schon irgendwie knuffig, oder? Also ich finde, das hat schon was. Die lächelt uns ja förmlich an. Hier wird irgendwas im Rücken. Ey, kommt die immer wieder? Laber doch nicht! Ups. Kaputt? Ach, wir sind draußen, cool! Hier gibt's doch bestimmt noch irgendwas zu finden. Kann ich hier auch durch? Ne, selbstverständlich nicht. Vielleicht kriegen wir noch Stäbchen. Ich habe auch vorhin gesehen, dass wir insgesamt 14 von diesen Nadeln finden können. Ich glaube, wir haben 6 oder 8. Können wir auch noch durch? Nein. Ja, toll, das war's wahrscheinlich schon wieder. Dann würde ich vorschlagen, dass wir jetzt einfach mal in Raum 105 gehen, denn da waren wir noch nicht. Das Bild sieht so ziemlich aus wie der Anfang vom Dreadout an sich, dem ersten Teil. Bin ich jetzt gespannt, ob das wirklich so kommen wird. Kampong Berdara. Alles klar, gut. Kerze. Daran erinnere ich mich gerade nicht. Nö, Tatsache. Ist alles neu. Oder? Können wir hier reingehen? Oh, cool. Hallo? Ist jemand zu Hause? Guck mal, die haben schon sogar Teller für uns fertig gemacht. Aber hier scheint nichts weiter zu sein. Schade. Aber ich höre das Portal schon. Das ist hier wahrscheinlich direkt um die Ecke irgendwo. Jetzt erinnere ich mich auch wieder, das ist nämlich die Stelle, wo uns unser einer Schulkamerad verfolgt hat. Der ist ja verrückt geworden. Ziemlich genau hier in der Ecke. Oder nee, das war. War das doch nicht hier? Ach, keine Ahnung. Wisst ihr was? Wir schauen uns einfach um. Oh, guck mal her. Hier hängt sogar ein schnickes Bild. Hübsch. Ah, hier ist der Ausgang. Das war doch der Anfang. Ja, das war doch der Anfang. Der Anfang vom Anfang. Komm hinterher. Vom allerersten Teil war das. Es gibt nur den und den. Oh shit. Oh ja. Das erinnert mich so ziemlich an den ersten Teil. Wer war da auf Toilette? Wer? Duscht da jemand? Ich komme. Kann ich mit duschen? Hallöchen. Hier ist ja gar keine. Das finde ich jetzt schade. Gut, Linda, dann leg erstmal eine Wurst. Und mach direkt ein Foto davon und lad's dann hoch. Facebook am besten oder Twitter, da kriegst du ganz viele Likes.
Und ganz viele Herzen. Ach, diese schöne Bude hier. Ah, ja, neues Stängelchen. Sehr schön. Neue Nadel. Können wir wieder Akupunktur machen. Oben gibt es wahrscheinlich auch was. Wenn der Rand rot wird, dann kann das nur Gutes bedeuten. Weiteres Klo. Ah, gut. Aber jetzt kannst du leider keine Wurst mehr legen, Linda. Denn das möchte ich jetzt gerade nicht. Ich möchte aber, dass du hier irgendwann eine Tür hier irgendwie öffnest oder so. Danke. Steht hier wieder jemand? Was krisseln denn ihre Hände so mit den Schatten? Was geht denn da ab? Geh mal rüber hier. Auch nicht. Dann vielleicht auf der anderen Seite. Holy shit. Ich komme mit der Lenkung gerade nicht so ganz klar. Hat da was geflackert? Da darf ich nicht rein. Da auch nicht. Ach, hier. Er schon wieder. Den gibt's irgendwie fast in jedem Raum. Und er lässt diesmal gar nichts fallen. Oh, doch. Okay. Gut, 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 gut. Ich glaube, hier oben sind wir fertig. Es hat auch gerade irgendwas gespeichert. Hoch. Boah, diese Lenkung. Wo waren wir denn noch nicht? In diese Richtung waren wir noch nicht gegangen. Können wir hier überhaupt raus? Nein, ist verschlossen. Dann gehen wir wieder zurück in das kleine Dörfchen und schauen uns da nochmal genauer um. Oder hier. Oder hier, ja. Hier ist auch gut. Oh, shit! Willst du nur mit mir spielen? Ey, er will echt spielen. Oder sie? Das finde ich cool. Will mir irgendwas zeigen? Oh Gott. Oh Gott. Hä? Seht ihr das? Ach, da hängt er ja doch. Der Teddy, hing der auch beim ersten Mal da? Ich glaube ja. Hallo? Hallo? Ist hier jemand? Kleines Mädchen? War das ein Junge oder war das ein Mädchen? Könnt ihr mir das mal bitte in die Kommentare schreiben? Ich habe das jetzt nicht erkannt, wenn ich ehrlich bin. Aber ich komme hier nicht weiter gerade. Also hier darf ich nicht rein. Aber hier scheint irgendwas zu sein. Das sieht doch bröckelig aus. Kann ich hier nicht durch? Nee. Irgendwas. Hier ist was. 100 Pro ist hier was. Da muss was sein, sonst wird das ja nicht aufleuchten. Es sei denn, es ist über uns. Hier hört es ja schon wieder auf. Oder? So, ich bin jetzt nochmal nach oben gegangen und die Wände waren vorher nicht so, oder? Die Wände. Oh, der Schatten. Waren die Wände vorher schon so? Könnt ihr mir das bitte auch mal in die Kommentare schreiben? Ich weiß, das ist echt nicht mehr. Oh lol, das habe ich gar nicht. Lol, scheiße. Ich will das, glaube ich, gar nicht. Das möchte ich mir jetzt mal angucken. Geht das überhaupt? Kamera, natürlich geht das. Nee, das geht nicht. Warum geht das nicht? Schade, ich dachte, ich kann das jetzt sehen. Aber anscheinend doch nicht. The grotesque human body part vanished after its picture was taken with the camera. Cool. Dann haben wir ja auch wieder was entdeckt und können hier direkt wieder abhauen. Fuck off. Ganz ehrlich. Also eigentlich könnte jetzt doch mal ein schniekes Mädchen kommen oder irgend so eine nette Lady, die uns eventuell umbringen möchte. Hier waren wir noch nicht drin. Hier können wir sogar reingehen. Ich habe ja schon ein bisschen Respekt davor, was hier so hinter Türen alles lauern kann. Oder ihr schaut einfach mal in eure Handykamera rein und seht ein abgehacktes Bein. Das geht natürlich auch. Ach, hier gibt's doch... Oder ein Kopf. Das ist eigentlich überhaupt nicht witzig, aber... Der lächelt sogar. Muss ich jetzt rumlaufen und einfach Körperteile finden, bis er komplett ist und dann kommt der Geist oder was? Oh Mann! Was soll das? Dreadout, was machst du mit mir? Ist hier noch irgendwo ein Körperteil? Wenigstens leuchtet es ein bisschen, obwohl, leuchtet es wirklich auf, wenn wir in der Nähe von einem Körperteil sind? Weil als wir oben waren bei dem Bein, hat es da auch geleuchtet? Ich erinnere mich gerade gar nicht. Hä, wo komme ich denn jetzt her?
Hier war ich noch nicht, ne? Hier kann ich auch gar nicht lang. Oh, hier kann ich wahrscheinlich rein. Ja, super. Hello. Das ist rot. Das ist nicht gut. Rot ist nie gut. Hier ist doch bestimmt ein Killer. Ah, oh. Hä? Ah, ist hier noch ein Körperteil? Was ist es diesmal, Leute? Oh, der Torso. Scheint ein ziemlich dickes Kerlchen gewesen zu sein. Erinnert mich aber auch ein bisschen an die Boomer von Left 4 Dead. Gut, wir haben einen Kopf, wir haben ein Bein! Und wir haben uns eingeschissen. So, kleines Mädchen, du kannst mir jetzt mal weiterhelfen? Ja, ich helfe dir. Ich spiele. Ja, komm, ich komme mit. Gar kein Problem. Ja, ich komme ja schon. Ach nö. Ja, aber wo bist du denn jetzt lang gegangen? Du nimmst mich also nicht so hart ran wie die anderen Leute, ja? Gut, dann finden wir mal das Mädchen. Wo immer. Die ist hier auf jeden Fall lang gegangen. Wahrscheinlich irgendwo im Haus wieder. Ich klapper mal eben alles ab. Also im Kinderzimmer ist es schon mal nicht. Ich glaube, dass ich jetzt hier so bestimmt 10 Minuten im Haus rumlaufen werde oder in der Umgebung und danach festzustellen, dass sie eigentlich ganz woanders ist. Vielleicht ist sie wirklich im Haus. Sonst wird sie das vielleicht gar nicht sagen. Es sei denn, sie sagt es mit... Okay, sie ist wahrscheinlich echt im Haus. Aber ich war doch schon überall. Außer auf dem Klo. Mädchen, wo bist du? Es ist übrigens ein Mädchen. Das braucht ihr nicht mal in die Kommentare schreiben. Es sei denn, ihr habt es schon getan. Oder ist es doch ein Junge? Ja, ich war ja doch schon. Wo ist denn die Olle? Für mich ist es jetzt Mädchen. Ich war hier schon drin. Hallo? Kannst du mir Tipps geben oder so? Kannst du irgendwie bis 10 zählen oder irgendwie Piep oder sowas? Irgendwas? Du hast doch gerade so schön mit mir geredet. Kann nicht sein, dass sie jetzt weg ist. Ich sehe die ja auch nicht nur durch die Kamera. Bestimmt ist es der Sinn der Sache, dass ich dich gar nicht finden soll, damit du mich dann irgendwie umbringen kannst oder so. Gut, dann gehe ich jetzt aus dem Haus raus. Nein! Was machst du jetzt? Was? Okay. Auf! Scheiße. Nine. Ja, eight. Fuck you! Seven. Nein! Six, ich gehe zur Tür! No! Tschüss! Hallo? Das ist gar nicht das kleine Mädchen. Das ist das große Mädchen vom ersten Teil. Und alles ist schwarz-weiß. Ich könnte jetzt einfach gehen, aber die Musik wird gerade so... Ich glaube, ich will doch gehen, oder? Oh, das ist nur ein Baum! Das ist nur ein Baum! Was ist los mit mir? Das ist nur ein Baum! Fuck off! Wir haben wieder Farbe, wir können weitermachen. Wir müssen noch die restlichen Körperteile finden. Uns fehlt noch ein Arm. Oder zwei? Es fehlen sogar zwei Arme und ein Bein. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass dieses Vibe uns jetzt nebenbei verfolgt. Das Mädchen! Das war wahrscheinlich einfach die kleine Version und ich glaube, wir haben echt ein nächstes Körperteil. Jawohl, ein Arm. Der hat so ein Axt in der Hand gehabt, oder wie heißt das? So ein Beil? Ein Beil war das? Vielleicht war es ein Fleischer. Ich schwöre, die ist ja irgendwo in der Nähe. Hört doch mal! Die steht hier gleich neben mir und killt mich einfach! Oder sie lässt mich in Ruhe. Wir müssen einfach gucken, wo wir noch nicht drin waren. Ich meine, es leuchtet ja wenigstens alles. Hier waren wir, glaube ich, auch noch nicht. Da waren wir drin. Aber in die Richtung sind wir noch nicht gegangen. Noch zwei Teile, dann ist es vollständig. Oh, hallo. Hier, ach, hier sind wir gestartet. Genau, dann sind wir links lang gegangen. Aber hier waren wir noch nicht drin. Und jetzt werde bitte blau, Bildschirm. Werde blau. Ja, jawohl. Leute,
Läuft bei uns. Was ist das? Das Herz! Müssen wir jetzt auch noch die Leber finden und den Darm und die Lunge und die Augäpfel am besten. Ich habe echt das Gefühl, je weiter wir vorankommen, desto schlimmer wird das. Warum ist hier roter Rauch? Gar nicht schlimm. Können wir reingehen? Obwohl, hatten wir von hier nicht... Warum ist hier roter Rauch? Hatten wir von hier... Warum ist hier überall roter Rauch? Waren wir da jetzt schon drin? Ja. Ich bin gerade leicht verwirrt. Ach, der Rauch kommt von hier. Vielleicht brauchen wir gar nichts empfinden. Ja, dann mach mal die Tür auf und sag mir Hello. Oh, hier sind ganz viele... Ist er das? Du, hör mal. Das ist nicht okay, was du hier machst. Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ach du... Normalerweise wäre ich schon längst tot. Wenn er mit der Axt zuschlägt. Renn noch, Linda! Hinter dir ist ein Dicker, der dich verfolgt und umbringen möchte. Und du rennst nicht mehr weg? Als ob der Treppen nicht gehen kann. Haha. Okay, er kann doch Treppen... Stirb doch! Da fuck! What is wrong with you, Alter? Yo! Genau! Nee! Nein! Linda! Hat der einen Darm da hängen, oder? Stirb! Oh Gott, der ist sauer! Und ich bin tot gleich! Gehen wir wieder hoch! Ah! Fuck! Ja! Komm! Stirb doch! Schwebt der jetzt hier hoch? Ah! Ah, Scheiße! Oh, fuck! Linda! Linda, geh wieder runter, geh wieder runter! Nein! Ich sehe nichts! Ich sehe nichts! Ich sterbe! Ich werde sterben. Ja. Es sei denn, Linda kriegt noch hin. Oh, der ist aber süß. Fuck. So, ich muss jetzt gleich noch weggehen. Deswegen ist hier jetzt erstmal Schluss. Morgen geht's weiter. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge, wenn uns der dicke Mann wieder zerhacken will.